Hallihallo, liebe Leute, und willkommen zu einer Special-Folge Minecraft Moneymaker. Bewerte gerne das Video und schaut auch in die Beschreibung. Da findet ihr unter anderem nicht nur meinen tollen Comic, sondern auch die Playlist zu diesem kleinen Projekt, auch wenn der Part hier eigentlich nicht direkt was damit zu tun hat. Weg damit! Weg damit und... Sehr schön. Also, ich bin gerade nicht in meinem regulären Minecraft-Account drin. Ich spiele mit dem Account Klumpiger Puffy. Und das hat auch einen speziellen Grund, denn das gibt mir natürlich die Chance, hier wieder von vorne zu starten mit dem Tutorial und euch auf eine kleine Reise mitzunehmen. Erstmal, ganz, ganz wichtig, dafür drehe ich mich sogar nochmal, an alle, die das hier vielleicht auch ein bisschen ernster spielen und schön weit vorne im Ranking sein wollen. Ich nehme euch nichts weg. Ich werde dafür sorgen, dass nach diesem Experiment mein gesamter Stand wieder resettet wird, weil das einfach nicht fair wäre und ich euch da die Platzierung nicht nehmen möchte. Auch wenn ich jetzt noch gar nicht weiß, ob ich da überhaupt irgendwie weit komme. Nur schon mal vorab gesagt, dass das hier nicht so bleiben wird. Ich habe ein paar leckere Booster. Zum Beispiel 10, was ist das? 100.000% Booster, die Gomme mir gegeben hat. Und da hört es nicht mal auf. Ich werde das jetzt nutzen, gucken, wie weit ich komme. Und dann nochmal ein bisschen Pause machen und darauf warten, dass Gomme mir noch viel, viel mehr davon gibt. Und ich bin einfach hyped darauf, was passieren wird. Hallo! Glatzmanuel mal wieder hier. In der heutigen Produktplatzierung könnt ihr ein iPhone 13 gewinnen. Und wenn ihr euch über den Link in der Beschreibung registriert, dann bekommt ihr sogar noch ein In-Game-Paket. Heute geht's nämlich um das Spiel Mythic Heroes, einem Idle-RPG-Spiel. In Mythic Heroes hast du die Wahl zwischen Helden aus 9 verschiedenen Zivilisationen. Zum Beispiel gibt es Helden aus der nordischen Mythologie, Ägypten, Griechenland, Japan, China und mehr. Das Game hat auch eine Art AFK-Modus, ähnlich wie bei Minecraft Moneymaker. Das Spiel arbeitet also auch weiter, währenddessen ihr im Bett liegt und schlaft. Dazu habt ihr die Möglichkeit, mit euren Freunden gemeinsam gegen stärkere Gegner zu kämpfen, falls ihr alleine zu schlecht dafür seid. Du hast doch eh keine Freunde! Und was für zu schlecht, Digga! Ja, aber dafür eine sehr schöne Glatze. Ah ja, okay, das stimmt. Naja gut, ich hoffe, nach dieser absoluten Frechheit habt ihr immer noch Lust, das Spiel auszuprobieren. Schaut dafür gerne in die Videobeschreibung oder gebt diesen Link da ein. Vielen Dank an die Entwickler von Mythic Heroes für die tolle Produktplatzierung. Und jetzt wünsche ich euch noch viel Spaß mit dem Rest des etwas zu lang geratenen Moneymaker Specials. Tschüss! Muss jetzt hier erstmal das Tutorial kurz durchspielen. Und einen Minenarbeiter einstellen, das kennt ihr vielleicht schon aus der regulären Reihe. Ja, und dasselbe dann eben auch noch bei den Transportleuten, sowie bei dem Bankangestellten, der hin und her läuft und das ganze Geld zu meiner Bank liefert. Ja, da lauf mal, ne? Du kleiner Affe, du. So, Kontostand 0 Cash. Ich mach grad 58 Geld die Sekunde. Das ist ja richtig viel. Soll ich denn jetzt eigentlich direkt starten? Ja, oder? Ja. Okay. Dann machen wir das. Wir gehen jetzt in die Mine. Und ich schaue mir erstmal an, was hier jetzt abgeht. Wie viel bekomme ich? 174. Oh, das ist ein anderer Spieler. Ich dachte, das wurde gepatcht. So, jetzt habe ich 6000. Dann gehe ich mal zurück. Gib das kurz aus. 56 mal verbessern, bitte. Und dann beende ich noch kurz das Tutorial und dann fangen wir an. Tada! Tutorial abgeschlossen. Ah ja, jetzt kann da noch einer rein. Und dann geht die Party los. Boah, bin ich gespannt. Wie ein Flitzebogen, ich sag's euch. Dann, gebe ich mein Geld aus und beginne damit, die ersten Booster zu verwenden. Wir starten mit
den 1900% Boostern, dann nehme ich jetzt einfach mal alle, die ich habe. 48.000%. Alter, das wird so lächerlich. Und? Komm schon, zeig mir an, wie viel das ist. Ich will's sehen, 906. 906? Nur? Also klar, ich habe jetzt schon 210.000 recht stehen. Also es ist nicht gerade wenig. Ich habe jetzt doch ein bisschen was anderes erwartet. Egal, ich gehe direkt wieder zurück und jetzt kann ich wahrscheinlich alle 5 Sekunden... Ich habe 5 Millionen. Was? Neue Arbeiter freischalten. What? Da, direkt den nächsten noch. Hä? Alles klar. Ja, komm dann hier. Einfach wen rein, da noch wen rein. Das kostet 36 Millionen. Ja, alles klar. Hier 10-mal verbessern. Das ist ja jetzt schon komplett am Eskalieren. Dann gehe ich direkt wieder rein. Jetzt dürfte einiges passiert sein, glaube ich. Weiß es nicht. 2k pro Abbaueritis. Aber ich glaube, das stimmt einfach gar nicht. Das Problem ist, das mit den Zahlen ist super weird auf dem Server. Ich gehe nochmal zurück. Jetzt habe ich 27 Millionen. Das nächste Ding kostet 36 Millionen. Aber ich glaube, ich soll sowieso erstmal die Lore ein bisschen upgraden, weil die überhaupt nicht mehr hinterherkommt. 57 Mal verbessern. Ja, das kann sich sehen lassen. Das hat einiges gebracht. Einiges. Leute, ich habe 640 Millionen. Ich habe gerade irgendwie nur 20 Blöcke abgebaut. Ich bin so reich. Oh ja, kann ich direkt auch... Achso, oh, Geröll entfernen. Oh nein! Das ist ja eine richtig blöde Bremse. Oh, das habe ich vergessen. Verdammt. Was mache ich denn jetzt? Oh Mann. Was soll denn das? Oh, ich habe eine Billion. Ja, klar. Eine Milliarde. Warum auch nicht? Schaut euch mal an, wie wenig das gerade recht steigt. Immer so um eine Million pro Block. Ne? Und jetzt gehe ich zurück und hab... Hallo, werde ich hier im Stich gel... Ah, da ist es. 4,3 Milliarden plötzlich. Das ist doch gestört. 364 Mal verbessern, ja klar. Level 500 und jetzt werde ich hier dadurch gebremst. Mann, bin ich froh, gerade nicht alles aktiviert zu haben. Was ist das denn? Dann kann ich die ja auch direkt verbessern. Wenn es gar nichts mehr bringt. Oh, ist das übertrieben. Alle fertig. Und trotzdem hänge ich in der Produktion hinterher. So ein Trauerspiel. Ja, dann werde ich jetzt auch überhaupt gar nicht weiterfahren. Ich werde einfach nur abwarten, bis das da weggesprengt wurde. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Was ein Timing. Da habe ich mir gerade kurz Frühstück gemacht, komme wieder hier ins Zimmer und sehe, dass es nur noch 30 Sekunden gedauert hat. Ja, 400 Millionen kostet das. Ich habe 700B. Das laber ich. Arbeitsplatz freischalten, bitte. Dankeschön. Oh, 4B. Ja, klar. Oh mein Gott. Als ob ich so viel freischalten kann. Ich habe da noch gar nichts gemacht. 500. Selbst den. Nein. Jetzt gleich. Willst du mich... Das ist doch jetzt nicht dein Ernst, oder? Jetzt soll ich direkt das nächste Geröll entfernen? Ist das eine Qual? Tu mir das doch nicht an, Spiel. So. Ganz viele Arbeiter hier reingepackt. Und schaffst es jetzt zu füllen, ja? Oder was ist da los in der Kiste? Zeig mal. Das sieht sehr nach 100% aus. Ja, er schafft es gar nicht mehr. Ach, Mann, ey. Aber sieht man ja auch. Rechtsproduktion 155 M die Sekunde. Loren und Bank so bei 10. Dann ändere ich das mal, damit ihr nicht rumweint. Banktransport 39, 86, 132. Oh, 337. Boah, geht das manchmal schnell. Dann du noch hier ein bisschen krasser machen. Oh, da habe ich kein Geld mehr. Schade. Ja, aber was mache ich denn jetzt? Habe ich noch Boost aktiv? Ja, 7200, alles klar. Hier, dann nehme ich den direkt noch. 40 200% Booster.
Ich habe keine Lust, die alle anzuklicken. Oder doch? Hab ich da Lust drauf? Okay. Ja, 13.000% wieder. Wenn ich jetzt Minen gehe, dann habe ich wahrscheinlich sehr schnell das Geld, was ich brauche fürs Geröll. Ich habe auf jeden Fall schon einen Tee. Und damit meine ich nicht das Getränk. Komm, zeig mal. Zeig doch die Zahl jetzt, hallo. Ich will's doch sehen. 350M. Nee, das halte ich wieder für eine dreiste Lüge vom System. Und wenn ich jetzt zurückgehe, nachdem ich irgendwie 10 Blöcke abgebaut habe, was steht da jetzt? Aus einem Tee werden 2 Tee. Ja, wow, das ist ja viel. Oh Mann, ey. Das hat mich jetzt aber sehr überrascht. Aber jetzt dürfte hier einiges passieren, ne? Weil die Lore ist jetzt sehr stark. Ganz, ganz stark. Ja, die Produktion hängt nämlich wieder hinterher. Das kannst du ja keinem zeigen. Was ist das? Hier, ja, 500 Level reinpumpen. Bei dir bestimmt auch, ne? Nee, okay, wow, ich bin echt arm. Ist ja ekelhaft, diese Armut. Das da müsste ich jetzt kaufen. Ja, dann nehme ich noch ein paar Booster. Habt ihr ja noch genug? Und 26.600%. Okay. Da gehe ich mal kurz 3 Blöcke abbauen. Und dann habe ich bestimmt das Geld. Da fehlt ja nicht viel, Leute. Und dann kann ich erstmal die Aufnahme beenden und eine Stunde warten, bis das verdammte Geröll weggeräumt wurde. Und das war's. Wieder zurück. Ja, ich habe genug. 6 Tee kostet das. Das mache ich dann mal. Wieder einmal Fleiß halten. Und dann Ohrbäder rein. Ja, mach mal bitte. Mach mal ein bisschen Käse für mich. Oh, ich habe 21 Tee. Da fehlt nicht mehr viel. Oh Mann, ey, freue ich mich darauf, eine Stunde warten zu können. Ach, Geröll. Entfernen. Oh, nee, was soll das denn? Damit habe ich ja gar nicht gerechnet. Was mache ich denn jetzt? Ach Mann, ey, hier nochmal alles upgraden. Und dann eine Runde Wein gehen oder ich weiß nicht. Ja, hier, ich kann euch mal ganz kurz auf 500 oder so bürsten. Und der Banktransport, der hängt auch schon wieder hinterher. Ja, das macht mich jetzt aber echt traurig mit dieser Pause, die ich machen muss. Ich dachte, ich könnte komplett übertreiben. Hat der da... Alter! Alter! Guckt euch mal an, wie schnell der eine Lieferung grabbt. Den juckt das ja gar nicht mehr. Der ist ja viel zu stark. Der Bruder. Hier, der auch nochmal. Ja, Lore 113, Bank 58. Jetzt hänge ich hier mit der Produktion hinterher. Wer hätte denn das vorher absehen können? Ich nicht. Wie viel Cash habe ich? Ich werde den auf 500 bekommen. Lange bevor das Geröll weg ist. Ich fange gleich an zu weinen. Warum ist das so? Darauf erstmal ein paar Booster-Pakete öffnen. Ah, ja, komm schon. Ui, die kann ich doch alle weglutschen. Ah, dann das da noch. Oh, davon hatte ich nur einen. 134.000%, Alter. Oh ja, gib mir mehr. Gib mir einfach nur mehr. Ja, und 314.000%. Gut, dann stecke ich hier nochmal mein ganzes Geld rein. Ja, ist auch komplett geupgradet. Und dann auf in die Höhle. Zack. Wisst ihr, was ich gerade gesehen habe? Ich bin schon bei A. Ich habe schon das T hinter mir gelassen. Ich muss so viel... Oh mein Gott, 1,9 AA. Das ist ja so viel schneller jetzt. Ja gut, dann gehe ich mal zurück und guck, was bei rumkam. Noch habe ich 6,75 AA. Aber das aktualisiert sich jetzt bestimmt, ne? Oder hat es das schon getan? Das weiß ich nicht. 11 AA, ja. Hier kann ich halt nichts mehr machen. Ich bin komplett ausgebremst. Ich muss abwarten. Selbst, also, was bringt mir das jetzt hier, Geld reinzustecken? Aber ich mach's trotzdem. Kostet einen AA. Na komm, wir machen das mal auf... Oh, 3,5 T die Sekunde. Dann passe ich den noch hier an. Oh, jetzt ist der bei 8 T. Das wollte ich eigentlich nicht. Ach komm, dann machen wir mal 10. Kannst du mir doch leisten. Und
17 mal verbessern. Ja, die Lore ist bei 15 T, der Bankangestellte bei 10 T und meine Produktionsstätte gerade mal, ach du Heilige, bei 26 B. Leute, nach B kommt erstmal T und dann kommt AA. Also, ich hänge komplett hinterher. Dann tschüss, ne? Dann sehen wir uns gleich wieder nach einem kleinen Cut. Hallo. Da bin ich wieder. Ich habe ein bisschen Pause gemacht und bin gespannt, was jetzt da passiert ist. Mal gucken. Hä? Oh, ich habe 8 AA bekommen und das Geröll ist weg. Kein geilen Viecher, ihr. Das wird jetzt, glaube ich, sehr lustig, weil das hier einfach nur 76 T kostet. Ist das schlecht? 900 T. Also fast ein AA. Oh, Goldspur freigeschaltet. 13 AA. Na klar. Geröll? Huh? Willst du mich wieder nerven? Nee, okay. 170. Ja, aber das werde ich locker erreichen. Einfach irgendeinen Bob da rein. Genauso wie hier. Und da. Ja, und jetzt habt ihr Spaß, ne? Lass mich raten. Ihr schafft es, das jetzt alles zu füllen? Ja? Nee, überhaupt nicht. Als ob, wie übertrieben habe ich das denn alles geupgradet? Nein. Echt jetzt? Oh, und ich habe noch einen Boost von 8200%. Das ist ja lustig. Das ist ja jetzt doof, ne? So ein bisschen. Warte, dann kann ich ja den hier 500 mal upgraden, ne? Ja, aber klar. Den habe ich schon auch noch. Bin ja reich. 26 AA kostet das. Ja, egal. Hatte ich ja noch. Genau. Jetzt der Rest hier rein. So. Meine Produktion ist bei 4,3 T die Sekunde. Und mein Lorentransport bei 14. Oh, Manuel. Kurz mal hier die Effekte aktivieren. Einfach, weil ich es kann. Oh, ich könnte gucken. Das wäre lustig. Oh, brauche ich gar nicht gucken. Ich kann es aber so machen. 2000 mal Instant Cash. Zack, 8 AA. Dann nochmal 17 AA. Ja, okay, 17 AA. Kann sich sehen lassen. Reicht aber nicht mal ansatzweise, ne? Das ist blöd. Egal, 51 mal verbessern hier. So, und jetzt gehe ich nochmal hier bei den Boosters rein und nutze das alles, weil ich krass bin. Fast alles, nicht alles. Diese 100.000er Booster, Alter. Und 700... warte, noch 3 Stück. Als ob... Oh, jetzt habe ich alle benutzt. 1 Million% geboostet. Ich gehe jetzt sowas von in die Höhle. Oh ja, komm schon. Ich habe nicht so viel Zeit. Ich glaube, die halten nur 2 Minuten oder so. Bitte. Oh, bin ich gespannt, was ich bekomme. Ganz, ganz, ganz viel, Leute. Ganz, ganz... Nein, lass mir doch... Ey, Bruder. Geh doch einfach weg von mir. Und? Ich habe 2,2 AB. Ach so. A, A, B, A, C, A, D oder was? Ist das so? Das wäre sick. Aber wisst ihr was? Ich muss wieder zurück. Hier mal ganz schnell den Scheiß kaufen. Das kann ich mir locker easy erlauben. Komm, komm, komm. Geröll. Geröll, ey. Oh mein Gott. 10 AB. Lecco mio. 2,18 AB. Ja, super. Oh, hätte ich noch ein bisschen mehr abgebaut. Ist das dumm. Einmal upgraden und wieder zurück. Das wird jetzt so viel bringen. Oh, ja. Ist das, wirklich einfach der schönste Tag in meinem Leben, Leute. Ich habe schon richtig, ich habe 3 AB habe ich gerade. Ui. Kann ja mal weggehen hier, du kleiner Mülleimer. 5 AB, ja, okay. Reicht das jetzt? Ja, ne? Das reicht, glaube ich, um das freizukaufen. Komm schon. Ja, reicht. Und go. Let's go. Hier schnell wen einstellen. 60% mehr Ertrag. Bitte aktivieren. Alles upgraden und meine Bank ist gerade mein Bottleneck. Mein Flaschenhals. Dann soll ich da auch einmal kurz ein bisschen Geld reinschieben. Zack. Jetzt der Lorentransport. Ja, perfekt. Ich habe kein Geld. Ich gehe einfach direkt wieder in die Höhle. Oh, die Booster sind weg. Habt ihr gesehen? Ich habe nur noch 28.000. Oh Mann. Ja, gut, okay. Dann farm ich jetzt so viel, dass ich das Geröll wegballern kann. Und dann muss ich ja sowieso warten. Und bis dahin habe ich dann den Booster von Gomme auf jeden Fall. Ja, dass ich dann noch mehr übertreiben kann, versteht ihr? Ja, ich bekomme deutlich weniger Geld. Das ist doof. Ich gehe mal zurück.
und schau mir das an. Jetzt ist doch egal. Ich habe keine Booster mehr. Nur noch 28.000. Oh Mann, ey. 10 AB. Ja, das kann ich mir nicht leisten. Och Mann. Was soll's. Dann gehe ich halt weiter abbauen. Hab doch eh keine Hobbys. Ich hab's jetzt wieder hinbekommen, dass die Produktion die langsamste Einheit ist. Und deswegen kaufe ich mal kurz hier die ganzen Leute auf 500, wenn möglich. Ja. Der das Level 59 und... Ja, ich brauche noch ein bisschen Geld. Und dann gibt es auch noch die beiden anderen hier. Ich weiß gerade nicht. Ich kann das gerade schlecht einschätzen. Das Teil trägt 100 AA. Und 1000 AA wäre 1 AB. Genau. Oh, ich habe ja sogar 8 AB. Ui. Dann kann ich es jetzt holen. Wenn er das jetzt abliefert da. Komm schon. Na, oder? Ich kaufe das hier erstmal. Warte. Geht das? Ja. Level 500 und hier auch nochmal 350. Dann gehe ich jetzt in die Höhle, fahre mal ein bisschen. Ich habe fast ein AA Idle Cash. Das ist nicht gerade wenig. Und das sollte reichen. So. 10,17 AB habe ich. Aber das aktualisiert er jetzt gleich. Und dann geht die Party ab. Okay. 18 AB reicht. Geröll entfernen. Eine Stunde. Nur eine Stunde? Nee, da steht's im Chat. Das Geröll wird in 2 Stunden entfernt. Oh mein Gott. Nein. Und dann kann ich jetzt noch hier die Dinger maximieren. Der ist jetzt auch bei 500. Und dann noch hier bei dem. Aber der ist ein bisschen sehr teuer. Ja. Aber ich hab's fast ausgeglichen. Guck mal nach rechts. 1,12 AA. Und der Rest ist bei so ungefähr 1,5. Ja, das klingt doch ganz gut. Dann mache ich das hier noch voll. Und dann, ja, kann ich ja dann cutten, ne? Versteht ihr? Ihr müsst euch mal anschauen, wie weit die Produktion gerade hinterherhängt. Schaut auf die Prozente der Lore. Immer noch 0%. Jetzt geht er zum letzten. Und ist direkt wieder weg. 2%. So langsam produzieren die. Und der Bankangestellte, der schläft auch gefühlt den ganzen Tag, weil er nichts zu tun hat. Naja, gib's im Lager ab. So, und jetzt, Bankangestellter, komm, hol dir die 85 AA ab. Oh, da ist 5%. So ein Witz. Hier, schaut euch rechts die Stats an. Lorentransport und Banktransport jeweils bei 30,5 AA. Und die Produktion, die fast vollständig ausgebaut ist, bei 1,6. Können wir mal gucken, wenn ich das hier upgrade. Jetzt ist die Produktion bei 2,3 AA. Ja, ich muss halt warten, ne? Ich muss einfach abwarten, bis das Geröll weg ist und dann sehen wir uns wieder. Okay, Leute. Es sind jetzt irgendwie 30 Stunden, glaube ich, vergangen. Gomma hat auch nochmal nachgelegt. Ich habe da gerade mal reingeschaut. Ich habe jetzt nämlich einfach diese Booster hier. Was ist das für eine Zahl? 100, 1000, 10.000, 100.000, 1 Million, 10 Millionen? Ich habe 10 Millionen Booster und davon 10? Ja, ja klar. Ja, warum auch nicht? Ja, und durch das ewige Warten ist hier natürlich auch einiges passiert. Ich habe gerade 8,6 AC. Erst war es ja AA. Dann AB und dann AC. Und das nächste Ding kostet gerade mal 32 AB. Das ist nix. Das ist einfach nix. Ich mach's jetzt, Leute. Ich mach's jetzt. Ihr müsst euch auch mal reinziehen, wie die Produktion hinterherhängt. Ich bekomme 5 AA die Sekunde. Aber meine anderen Leute sind schon bei AB. Das ist sehr krass. Ich werde jetzt hier mal was freischalten, ne? Jetzt habe ich hier einen neuen Orbiter. Oh, 490 AB. Ja, dann hole ich den auch noch. Oh, 7,36 AB. Oh, den kann ich auch noch holen. Ja, perfekt. Und wow. Geilo. Da packe ich mir direkt mal wen rein, so. Dann hier auch noch. Ne, kann man ja mal machen. Und genau das gleiche auch hier. Zack. Dann drehe ich mich auch mal. Und dann schauen wir mal. Was ist denn hier los? Wie teuer? Oh. Oh Gott.
Ich werd krank von dem ganzen Geld. Ach, scheiße. Und das Ranking wurde geupdatet. Ich bin aktuell Platz 1730. Oh ja, das wird lustig mit anzusehen jetzt. Warte mal, zeig mal hin, was kannst du so? 3% und... Ja, das sieht schon krasser aus. 36%, ja, ja, ja. Okay. Warum auch nicht? Dann gehe ich jetzt aber trotzdem einmal in die Mine. Oh, hallo, Freunde. Und guck mir das an. Boah, ist hier die Party. Oh mein Gott, wer will denn hier abbauen? Ist das schrecklich. 2,8 AB. Ist auch nicht gerade viel. Ja, toll. Toll. Jetzt baller ich mir die fetten Booster rein, um mich dann mit anderen hier zu prügeln. Nee, das will ich nicht. Das mag ich nicht. Aber ich glaube, ich muss es machen. Manometer. Wie weit kann ich den denn hier upgraden? Warte mal, er macht 860 AA. Dann einmal, oh, einmal upgraden. Jetzt macht er 911. Warum ist das alles so teuer? Oh Mann, ja gut, dann muss ich wohl jetzt anfangen. Dafür kein Weg dran vorbei. Dann aktiviere ich erstmal meine schlechten Boosters. Die sind absolut Müll. Kann ich einfach wegwerfen. Ja, und dann hier so ein 100.000er Booster oder was auch immer das für eine Zahl ist. Das sind jetzt einfach 10 Mal. Und dann habe ich keine Ahnung, was für ein Booster. Ich kann das, ist einfach zu schwer zu erkennen. 100.000, 1 Million, 10 Millionen. Ach so, ja, alles klar. Aber mal 10 Millionen, warum auch nicht. Dann gehe ich jetzt mal in die Mine und attackiere ein paar Goldblöcke. Ja, 860 AC. Alter! Ich bin so reich. Ich bin so reich. Und jetzt updatet das nicht mal richtig. Jetzt habe ich ein AD. Ich werde so hart aufholen. Das ist so lächerlich. Ja, genau. Klau mir alles hier, du kleine Ratte, du. Du kleine Ratte. Ich gehe zurück. Und dann ans Ende. Und dann schalte ich das hier frei. Das kostet doch nichts. Und wow. Grill für 8 AD. Oh. Dann eine Sekunde zurückgehen. Denn ich mehr brauche ich ja nicht. Es ist ja... Ich habe so viel Prozent. Da, seht ihr das? 2 abgebaut. Einfach schon wieder AD. Ich gehe zurück. Dann kaufe ich mir das hier. Dankeschön. Und dann kommt da einer rein. Der da. Und ich kann ihn direkt 15 Mal verbessern. Hä? Wie ist das denn jetzt schon wieder passiert? Ja, meine Produktion ist bei 300 AB, mein Bankarbeiter aber nur bei 3 AB. Okay, 80 mal verbessern. Hier, viel Spaß. Jetzt ist der Banktransport bei 1 AC, alles klar. Dann du noch. Und schon ist die Produktion wieder am Arsch. Cool, freut mich. Denn jetzt kann ich noch was ganz anderes zeigen. Wie teuer ist das? 8 AD. Ja, okay. Update ich dich noch. Dann gehe ich hier mal ein bisschen nach links und kaufe mir 500 Level. Das soll ja kein Problem sein. Ja, zack, 500. Dann hier nochmal vielleicht. Ah, okay, nee, nicht ganz. Da brauche ich noch ein bisschen. Aber ich gehe zurück in die Mine, werde ein bisschen was abbauen und euch dann einen kleinen Hack beim Geröll zeigen. Ui, ich habe 40 AC. Ja, dann kann ich ja wieder zurück. Klar, ich könnte auch mehr Booster aktivieren, aber das spare ich mir auf, um... Ja, später beim Limit ausrasten zu können. Jetzt werde ich hier erstmal das Geröll entfernen. Und zwar muss ich dafür das hier eingeben. Mine Unlock Gravel. Okay. Achso, dein Geröll wurde erfolgreich entfernt. Ja, danke. Da muss ich nicht 3 Stunden warten. Und ich muss doch kein Geld ausgeben oder was. Ja, danke. Das ist ja die pure Gönnung. Hol ich mir hier noch den Arbeiter. Dadurch habe ich den Heiligenschein freigeschaltet. Oh, und das könnt ihr auch was kaufen. Krass. 480. Nee, das ist ein bisschen blöd. Warte mal, hier Arbeitsplatz. 450 mal verbessern. Genau, jetzt kann ich hier direkt auf Level 500 upgraden, wo ich gerade noch Probleme mit hatte. Oh ja, und du auch noch. Zack. Und jetzt hänge ich hier richtig hinterher. Ja, der kommt gar nicht klar. Ist das lustig. Hier, dann kommst du auch nochmal 80 Level. Genauso wie der tolle Bankangestellte 16 nochmal kriegt. Ist der gerade zu 1% gefüllt? Oh Mann, ey. Was hab ich für eine lauchige Produktion? Na komm. Ja, und der ist auch nur zu 2% voll. Alles klar. Dann hier, zack, 43 Level. Jetzt ist der Lorentransport bei 6 AD.
Das kann sich sehen lassen hier. Und du? Immer noch 600 AC. Ach, das bringt mir alle nichts hier. Ich brauche das jetzt. Ich brauch auf jeden Fall den neuen Angestellten. Hier, kriegst du noch mal ein bisschen was. Und dann auf in die Höhle. 10 Blöcke abbauen. Und mich freuen. Ui, jetzt bin ich bei AE. Was ist das denn? Das geht einfach das Alphabet hoch, Leute. Oh, da ist AE. Ja, dann... Okay, kriege ich hier nur einen rein. Level den. Und baue einfach weiter ab. Wie viele Angestellte gibt es denn hier überhaupt noch? 8 Stück. Okay, ja dann kümmere ich mich mal darum. Oh, ich bin Platz 413 im Ranking. Habe ich da gerade 1000 Plätze wettgemacht? Da wäre ich ja schon echt zick dabei. 140 AE, das habe ich auch einfach. Oh, ja. Dann auch noch einen Angestellten rein, AF. Und 11 AF, aber durch den Befehl konnte ich es einfach freischalten. Okay, cool. Ich wüsste gerne, ob das irgendwie ein Ende hat. Und ob es vielleicht sogar noch über das A hinweg geht. Versteht ihr? Ich gehe jetzt gerade das Alphabet durch bei der zweiten Nummer. A, A, B, A, C, A, D, A, E. Und wenn ich da irgendwann das Z erreiche, ist es dann B, A, B, 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 C und so weiter und so fort. Das werde ich ja heute dann wahrscheinlich erfahren. Oh, ich bin bei AF. Ja, ich habe 8 Stück. Freigeschaltet. So, da kannst du da rein. Und hier baue ich jetzt 44. Ja, das habe ich nicht. Das brauche ich, müssen wir ja farmen. Aber man kann jetzt schon wieder einfach ein bisschen zurückgehen und hier die 500 Level holen. Einfach nur, weil ich es kann. Darf ich es auch hier? Nee, das ist ein bisschen sehr viel. Okay. Und der Lorentransport hängt wieder hinterher. Das ist nicht gut. Das mag ich nicht. Arbeitsplatz! Freischall! 850 AF. Oh, das ist auch nicht weit weg. 24% gefüllt. Ach Mann, bin ich schlecht. AF? Ich hab 7 AG. Hä? Ja, dann go. Und kein Geröll. 16 AG. Oh, schon wieder so nah. Ist ja schrecklich. Warum geht das denn so schnell hier? Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Wahrscheinlich nicht daran, dass ich hier absolut hacke. Arbeiter Nummer 28. Freigeschaltet! Effekt aktivieren. 306 AG. Ey, da musste noch ein Geröll kommen, oder? Arbeiter Nummer 29. Freigeschaltet. Und es kommt kein Geröll. Es endet bei AHA. Das ist ja unfassbar, wie lange dieses Minecart mittlerweile braucht, um da einmal durchzufahren. In der Zeit, weiß ich nicht, kann der Bankangestellte 5-mal hin und her laufen? Also sich da irgendwie drauf zu fokussieren, wenn das zurückhängt, macht auch nur bedingt Sinn. Obwohl natürlich der Idle Cash davon auch abhängt. Ich weiß nicht. Ich hab genug. Ich hab 7,8 AHA. Und das kostet nur 5,8. Ja, komm. Mein toller 30. Mitarbeiter. Oh, dadurch bekommt man den Esel. Ich habe halt schon vor Tagen jemanden mit einem Esel rumlaufen sehen. Und der scheißt sogar Gold. Was ein Gönner. Aufbruch ins neue Zeitalter coming soon. Oh, vielleicht eine ganz neue Mine. Oder halt einfach nur eine Erweiterung. Aber ich glaube, ich fände eine komplett neue Mine irgendwie cooler. Wo man dann echt wieder bei einem Mitarbeiter anfängt. Ja, ich weiß nicht. Mal hier ein paar Arbeiter kaufen. Dann Effekt aktivieren. 102 mal upgraden direkt. Ja, warum auch nicht? Ist das ein Schnapper? Und kann der Esel mal bitte gehen? Ich pack den jetzt weg. Ich will das hier nicht. Tschüss. Kleiner Dreckshaufen. Ja, dann könnte ich jetzt eigentlich mal gucken, dass ich den hier auf 500 upgrade, weil dann kann ich die Produktion nicht mehr schneller machen. Oh, warte mal. Dann kann ich eigentlich allgemein gar nichts mehr machen. Hä? Bin ich dann automatisch im Ranking auf Platz 1? Weil jetzt gerade bin ich Ranking Nummer 85.
Und ich wette, wenn Platz 1 gerade spielt, bekommt er auch einen kleinen Schockmoment, wenn ich plötzlich ihn von dem Thron stoße. Aber ist ja wie gesagt egal, weil der Account dann wieder resettet wird und der seine Platzierung wiederbekommt. Warum steht da 40 mal boosten? Das hier war immer der 50-fache Boost. Level 1000 ist das Maximum? Kann das sein? Yo, maximales Level erreicht. 9,38 AG kann er jetzt rüberschieben. Oh lol, jetzt bin ich bei ihm auch bei Level 1000, okay. Und ja, dann kann ich jetzt hier locker easy auch alles maximieren, würde ich mal denken. Na komm, machen wir das mal. Hier das ganze Geld reinschieben. Und ja, Level 500. Alles auf einer Ebene. Also, insofern das möglich war. Oh, es ist blöd. 125% Transportkapazität, ja. Ich kaufe nochmal ein paar Arbeiter. Das ist das Beste. Hier, dann Effekt aktivieren. Dann mache ich das gleiche nochmal hier bei dir. Zack. Ja, 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 okay. 125% Transportkapazität nehme ich. Und jetzt nochmal dasselbe hier bei euch. Dann kaufe ich hier auch ein paar. Ich habe doch das Geld. Ein paar epische bekommen. Tutti frutti. Aktiviere ich überall den tollen Effekt. Und packe einen blauen Mitarbeiter rein. Okay. Alles aktiv. Die Produktion ist jetzt bei 7,7 AG die Sekunde. Und höher kann ich das ja nicht prügeln. Das ist etwas blöd. Weil dadurch bringen die Booster mir ja auch nur noch bedingt etwas. Wo bin ich denn dann jetzt im Ranking? Immer noch Platz 85. Hä? Aber warum? Weil das wird ja wohl kaum etwas mit meinem Kontostand zu tun haben. Oder doch? Das könnte man einmal probieren. Ich bezweifle es aber sehr stark. Weil diese Schwankungen wären mir dann aufgefallen. 23 AG mache ich angeblich. Pro abgebauten Block. 23. Und wenn ich jetzt ein paar Booster nehme, kann ich mal ein bisschen hier dran lutschen. Oh Gott, ey, das wird doch so verbuggt sein jetzt gleich. 23 AG. Was geschieht jetzt? Oh, ist das hier voll. Und? Komm schon, zeig's mir an. 26 AG. Nein, und wieder 23. Nee, 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 nee. Er zeigt das einfach gar nicht akkurat an. Es könnte sein, ja, und das ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass sich dieses Ranking durch den Idle Cash und aber auch den abgebauten Blöcken zusammensetzt. Dass es eine Kombi ist. Und das macht ja auch Sinn, weil es hier bei den Mitarbeitern und bei der Produktion ein Limit gibt. Und bei den abgebauten Blöcken theoretisch nicht. Das ist ein bisschen doof. Hier, guck mal, können wir sogar noch ein bisschen Cash abholen. Aber kann halt nichts mehr damit machen. Ja, egal. Dann kümmere ich mich jetzt darum, hier jeden einzelnen Booster einmal zu nehmen und zu gucken, wie viel Prozent ich dann habe. Das war's. Oh mein Gott, was ist das für eine Zahl? Was ist das für eine Zahl? Die kenne ich nicht, die Zahl, oder? Ist ja auch egal. Es ist auf jeden Fall eine sehr, 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 sehr hohe Zahl. Und ich habe jetzt auch einen Kontostand von AJ. Was ist, wenn ich jetzt was abbaue, Alter? Ja, da steht immer noch 23 AG. Das macht keinen Sinn. Ich bekomme ja nicht nur 23 AG pro abgebauten Block. Boah, wenn das jetzt gleich aktualisiert, dann müsste ich doch sonst wo landen. Okay, immer noch 3 AJ. Dann gehe ich jetzt zurück und warte darauf, dass es sich aktualisiert. Hä? 4 AJ? Und das war's? Meine Platzierung ändert sich auch nicht mehr? Nee, der Booster kann nicht richtig funktionieren, oder doch? Ich starte das Spiel nochmal neu. Moment. Nee, da passiert nichts mehr. Ich kann nichts mehr machen. Der Booster bringt mir nichts. Ich kann keine Upgrades kaufen. Ich bleibe bei Platz 85. Boah, sick, ey. Ja gut, aber das war trotzdem sehr, sehr interessant. Ich werde mich dann jetzt zurücksetzen und vielleicht auch bannen lassen. Und das schauen wir uns dann auch nochmal eben an. Eine Ewigkeit später.
Okay, so viel dazu. Ich stand jetzt gerade nur rum, hab kurz mal Gomma angeschrieben und jetzt sehe ich, dass ich auf Platz 1 bin. Ja, hat einfach ein bisschen gedauert, bis es aktualisiert wurde. Okay, ja, das macht natürlich auch am meisten Sinn, weil kein anderer diese Booster hat. Aber umso wichtiger auch für den richtigen ersten Platz, dass das jetzt hier wieder zurückgesetzt wird. Das wäre sonst richtig doof. So, Leute, ich habe jetzt hier den Mitarbeiter entfernt und dadurch, ihr könnt ja mal nach rechts gucken, habe ich wieder einen Idle Cash von 0 die Sekunde. Macht ja Sinn, weil der Junge hier nichts mehr macht. Und dementsprechend bin ich jetzt, zeig mal, im Ranking bei den Top 90%. Also einfach der letzte Lauch. Also habe ich das schon mal alles wieder glatt gebügelt. Ich werde das halt mit dem Account hier nie mehr spielen, nehme ich an. Und auch niemanden eine Platzierung wegnehmen. Das war ja mein Wunsch. Nicht, dass es irgendwie so unfair dann bleibt. Ich wüsste nicht, was ich davon hätte. Und ich will den Leuten ja auch nicht ihre Arbeit wegnehmen. Wenn hier jemand so hart reinsuchtet, dass er Platz 1 ist, dann ja, soll er das auch sein. Oh! Was macht denn Gomme hier? Oh nein! Will er mich umbringen? Warum schüttelt er mit seinem Kopf? Was soll das, Gomme? Was habe ich denn gemacht? Ich mach doch gar nichts. Nur wegen dem Boosting oder was? Warum ist das ein neuer Skin? Den kenne ich überhaupt nicht. Warum siehst du denn so schön aus? Ja, hallo? Wie, ich wurde gebannt? Unerlaubte Client-Modifikation. Oh nein, Mann. Gut, dass ich noch einen zweiten Account habe. Ja, so viel zu dem Brüller-Gag hier. Das ist natürlich alles abgesprochen. Ich meine, der Junge hat mir ja die Booster auch reingedrückt. Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei diesem kleinen Special. Und wie auch schon in dem vorherigen Video zu diesem Spiel erwähnt, es geht dann irgendwann mit dem anderen Account regulär weiter, wenn neue Updates hochgeladen wurden von dem Server hier, ne? Muss ja auch erstmal alles programmiert werden. Dann bewertet gerne das Video, schaut auch bei Gomme vorbei. Danke auch nochmal an Gomme für die Hilfe. Bis Daniel, euer leider gebannter Schmanuel. Tschüss.